Er war immer ein kluger Mann mit Prinzipien. Drum lagen wir nie faul am Strand in Sizilien. Er sagte immer nur: Scheiß auf Mittelmeer, ich muss nicht weit weg. Die Berge reizen ihn entschieden mehr. War nun mal noch nie in Flachland Tiroler näher als Sandburg und Beach sind ihm Gamsbad und Jodler. Und wenn ich einen Blick in die alten Alpen riskier, sehe ich uns in Kniebundhosen in den Alpen posieren. Ist kein Erstbesteiger, Extremkletterer und Angeber. Er sitzt nur gerne auf dem Gipfel und ist Landjäger. Mit seinem Bergsteigerhut aus echten Ziegenfell. Denn bei Regen riecht das Ding kriminell. Doch das macht ihm nix, nur bei Nebel ist er beleidigt. Ohne Weitsicht, ich weiß nicht. Brauchte nie eine Karte, er kannte sich aus. Er ging Schritt um Schritt und wir Kinder rannten voraus. Schrieben uns in Gipfelbücher, rutschten Firnfelder hinunter und machten mit Papa Brotzeit. Ich hab die rucksackische Puddingplunder. Und gingst uns irgendwann zu Steilberg an. Dann war mein Papa spendabel und wir fuhren mit der Bergbahn. Ob Osterferien, Sommerferien, Winter oder Herbst. Unsere Ferienwohnung hatte immer Blick Richtung Berg. Mit dem Blick durchs Fenster zum Meer, durchs Fenster zum Meer. Mit dem Blick durchs Fenster zum Meer, durchs Fenster zum Meer. Dolce Vita, Cabriolet, die Côte d'Azur, Saint-Tropez. Alles schön und gut, aber leider nicht in meinem Interesse. Mein Vater war immer ein sturer Mann mit Prinzipien. Drum waren wir anders als die anderen Familien. Meine Klassenkameraden haben's mir jedes Mal erzählt, wie sie baden waren und surfen im Club Mediterranee. Sie fuhren Wasserski und kauften den Mädels Gelati. Ich trank Skiwasser auf der Berghütte mit meinem Papi. Und immer wenn sie schwärmten von Paella und Muscheln, blieb ich stumm oder murmelte nur Speckknödelsuppen. Statt Ciao Bella und Buenas Dias hieß es bei uns: Wir waren mal in Italien, aber nur in Südtirol. Und so vermisste ich das Meer sehr. Doch mein Eltern fiel der Blick Richtung Bergmeer. Mit dem Blick durchs Fenster zum Meer, durchs Fenster zum Meer. Mit dem Blick durchs Fenster zum Meer. Dolce Vita, Cabriolet, die Côte d'Azur, Saint-Tropez. Alles schön und gut, aber leider nicht in meinem Interesse. Mein Vater war immer ein kluger Mann mit Prinzipien. Nur manchmal fand ich seine Ansichten schwierig, denn vom Fußballtraining hatte er keine hohe Meinung. Was dort zählt, ist nicht die Person, nur die Leistung. Und deshalb wurde nix aus meiner Stürmerkarriere. Statt zu F-Jugend spielen, fuhren wir samstags in die Berge. Und sein Kommentar, als meine erste Baggy-Pant im Schrank hing: Manchmal scheint es, als wäre das ganze Jahr lang Fasching. Und als wir Konzerte gaben, sind wir bis ans Meer gefahren. Papa fragte, warum Wilhelmshaven spielt doch erst im Berchtesgaden. Und auch heute noch ist ihm nicht jeder Rap sympathisch. Aber trotzdem sagt er: Ach, gegen Hip-Hop hab ich gar nichts. Denn er ist und bleibt nun mal ein liebenswürdiger Sturkopf. Und er sammelt jeden Zeitungsausschnitt von unseren Tourstopps. Und er muss sein Geld nicht sparen, er hat mir längst was vererbt. Denn wenn's draußen schneit, träum ich von einem Fenster zum Berg. Mit dem Blick durchs Fenster zum Meer. Mit dem Blick durchs Fenster zum Meer. Dolce Vita, Cabriolet, die Côte d'Azur, Saint-Tropez. Alles schön und gut, aber leider nicht in meinem Interesse.